dass er gesagt hat, ich habe die ganze Welt erschaffen für mich, dass sie unterwürfig ist, wie Knechte, und ich lasse Menschen für mich kämpfen. Und heute geht es in unserem Text über unseren Gott, der auf diese Erde gekommen ist, um uns, um mich, dich und uns zu erlösen. Und das ist genauso das Gegenteil. Alle anderen Religionen arbeiten von unten nach oben. Nur in unserem Glauben ist Gott von oben nach unten zu uns gekommen, um uns zu retten. Und das ist, man kann das nicht begreifen, es sei denn, dass man wirklich von neu, von oben wieder geboren ist. Durch Glauben, durch den Heiligen Geist. Unser Text steht heute in Epheser, in Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Philipper 2, 5 bis 11. Es heißt es, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus Christus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Vers 5 ist das Fundament, worauf wir unser Lebenswandel als Einzelne und als Familie, als Gemeinde bauen sollen. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ich möchte diese Predigt unter diesem Titel stellen, das Vorbild der Gemeinde. Das Vorbild der Gemeinde. In einer anderen Übersetzung heißt es, habt unter euch die Denkweise Jesu Christi. Die Denkweise. Hier geht es eben weder um das logische Denken, das vernünftige Denken, noch um das einheitliche Denken oder Sinnen, sondern es geht hier darum, dieselbe Denkweise zu haben wie Jesus, die in Jesus Christus war. Mit anderen Worten, wie sieht denn oder was ist das für eine Gesinnung, was Jesus hatte? Ja. Viele sehen also in diesem Abschnitt eine theologische Erklärung über Jesus Gottheit, seine Fleischwerdung, sein Tod, seine Auferstehung, seine Erhöhung und seine Herrschaft über alle Kreaturen. Es stimmt zum Teil, aber hier steht, habt die Gesinnung Jesu, und dann erklärt, wie war dann diese Gesinnung Jesu. Hier will Paulus also deutlich sagen, dass der Leser oder die Leser in erster Linie nicht über Christus nachsinnen sollen, sondern über sich selbst und sein eigenes Leben. Wie sinne ich? Wie denke ich überhaupt? Welche Gesinnung habe ich? Das ist von uns verlangt in diesem Text. Lebe ich so, wie Christus gelebt hat? Lebe ich so, wie Christus mich sehen will, wie ich lebe? Nach seiner Gesinnung, nach seinem Will. Das wäre also wirklich unsere, was wären dann all diese Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, wenn wir eine andere, ja sogar
falsche Gesinnung hätte. Also entscheidend sehe ich hier die Gesinnung als einziges Vorbild oder Modell für unser Lebenswandel. Welche Gesinnung wir haben. Wir können so begabt sein und die Möglichkeiten, alle Möglichkeiten haben, aber falsche Gesinnung haben. Das wird nicht funktionieren. Die Streitigkeiten, die das Gemeindeleben der Philipper belastete, sollten auf diese Art und Weise behoben werden. Die Gesinnung Jesu will uns eben die Art des Umgangs miteinander zeigen. Was hätte Jesus in dieser oder jener Situation getan, sollen wir uns immer wieder fragen. Die Aufforderung will uns dahin bringen, dass wir unser Leben von den gleichen Prinzipien leiten lassen, die das Leben Jesus Christus geleitet haben. Nämlich zwei Prinzipien und sehr deutlich: Demut und Gehorsam. Nun, jetzt zu diesen einzelnen Versen dieser Gesinnung. Vers 6 heißt es: Der in Gestalt Gottes war, das ist Elberfelder Übersetzung. Luther sagt, in göttlicher Gestalt war. Er war, das ist also keine Vergangenheit, irgendetwas war und das war's. Nein, das ist, sondern dass sein Dasein ist ewig. Sein Dasein ist ewig. In göttlicher Gestalt, sein Dasein war ewig. In göttlicher Gestalt ist es nicht irgendwie eine Gestalt, eine Form, sondern das sollen wir nicht so als Außenkonturen verstanden haben, sondern die innenliegenden Möglichkeiten in Gestalt, in göttlicher Gestalt war. Vielleicht ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ja. Also zwei Personen, zwei Männer, die genauso groß sind, genauso kräftig sind. Man kann von außen nicht unterscheiden und sagt, die sind gleich. Und die beiden rennen, ja, einen Wettbewerb. Der eine nach 200, 300, 400 Meter hört auf, geht die Buße aus und der andere kann Marathon laufen. Von außen sah alles gleich aus. Aber diese innere Kraft, was da drin steckte, kam zum Erscheinen in diesem Wettbewerb. Also er nahm diese Gestalt, wir sehen ihn als ein Mensch, aber er war nicht so, wie wir denken. Jesus war ein wahrer Mensch, aber wenn er etwas sagte oder tat, sah man in ihm Gott. Das ist unbegreiflich. Was steht in 1. Petrus 7, Vers 11? Wenn jemand redet, so rede er als die Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Gestalt nach ist ein Mensch, aber wenn er gesprochen hat, Gott sprach, das hat man gesehen. Die haben gesagt, wir haben noch nie solche Worte gehört von jemandem. Ja, der hat so eine Vollmacht. Es geht weiter. Hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ja. Das heißt, das Wort hier steht, Gott steht ohne Artikel und meint nicht eine der Dreieinigkeit, sondern die Gottheit Jesus. Das heißt, darum hatte er keinen Anlass, die Gottheit berauben zu müssen, das ist sein Wesen, göttlich, das ist sein Wesen. Er braucht das nicht zu berauben oder sich streitig zu machen, um zu beweisen, ich bin Gott. Das braucht er nicht. Sein Wesen ist Gottheit. Und das Wort Jahwe heißt, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist kompliziert auf Deutsch. Die hebräische Sprache oder die arabische Sprache viel kürzer. Ein hoher Jahwe. Damit wird die
Freiheit Gottes ausgedrückt. Ich bin, der ich bin. Der Sohn Gottes wurde Mensch aus freien Stücken. Er erachtete das Sein gleich als Gott nicht für etwas, das an sich festzuklammern wäre, heißt das, wenn wir das umdeuten wollen. Obwohl er Gott ist, welche Gesinnung hatte er? Also wir haben verstanden, der Gestalt nach war ein Mensch. Aber obwohl er Gott ist, welche Gesinnung hatte er denn überhaupt? Und die Gesinnung folgendes steht hier in Luther Übersetzung. Er entäußerte sich selbst. Und in der Elberfelder heißt das, er machte sich selbst zu nichts. Was ist unser Thema? Die Gesinnung Jesus, die wir haben sollen. Das ist unser Thema. Habt die Gesinnung Jesu, der Gott ist, der darum nicht kämpfen wollte, brauchte das auch nicht. Was machte er? Er machte sich zu nichts. Das Wort bedeutet zunächst also wirklich schlicht und einfach leer machen. Leer machen. Jesus entleerte sich also nicht seiner Göttlichkeit, seiner Gottheit, nein, sondern seiner göttlichen Lebensweise, und zwar freiwillig. Entleert. Ja, wovon? Von seiner Herrlichkeit, die er hatte beim Vater, nach Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, heißt das, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Sein Wille ist jetzt der Wille des Vaters. Nur sein Vater kennt die Stunde. Also dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Er besaß nichts auf dieser Erde und am Kreuz war er ganz allein. Vom Vater verlassen. Und jetzt diese Frage, sind wir Christen, Gläubige, als Gemeinde, einzelne Familien etc., sind wir bereit, diese Gesinnung zu haben? Was hast du denn überhaupt, was habe ich, was haben wir, uns zu entleeren? Was könnten wir denn vorweisen? Und wie schwer das ist, mich zu entleeren und mich zur Verfügung zu stellen. Darum geht es. Sind wir dazu bereit, diese Gesinnung zu haben? Und da heißt es weiter, er nahm Knechtgestalt an, Knechtgestalt Sklave, indem er den Menschen gleich geworden ist und der gleich der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Der Sklave kennt keine Freiheit, hat keinen Besitz und sollte nur den Willen seines Herrn tun. Das ist die Gesinnung Jesus. Habt die Gesinnung Jesus, heißt das. Ja, wer von uns ist bereit, ein Knecht zu werden? Wirklich Knecht zu werden. Auch ungerecht behandelt vielleicht. Oft. Ein Mensch, der zum Sklaven gemacht wurde, hört deswegen nicht auf, ein Mensch zu sein. Ja? Hört nicht auf, obwohl er nicht mehr als Mensch behandelt und betrachtet wird. Bist du dazu bereit? Das ist eine ganz große Frage. Es ist wirklich herausfordernd. Ich bin ein Mensch, ich bin aber Knecht. Ich bin ein Mensch, aber werde ich als Knecht behandelt? So tat es Jesus. Er nahm Knechtgestalt an und sagt hier Paulus, hab diese Gesinnung. So hörte auch der Sohn Gottes nicht auf, Gott zu sein, als er in Jesus Knechtgestalt annahm und als ein Mensch gefunden wurde. Und liebe Geschwister, nur Gott allein kann als Mensch leben, ohne dabei aufzuhören, Gott zu sein. Das ist eine Riesenfrage, die uns immer wieder begegnet von Muslimen und sagen, wie kann denn Gott Mensch werden?
Ich sage, wer bist du denn, dem Gott verbietest, Mensch zu werden? Das ist die einfachste Antwort auf diese Frage. Wer bist du denn? Wollen wir sagen, nein, du sollst nicht als Mensch auf diese Erde kommen und dann gehorcht er uns? Es gibt bis heute, also nach dem Konzil im Jahre 451 nach Christus, nichts Besseres als dieses Bekenntnis. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Übrigens, liebe Geschwister, Jesus musste Mensch werden, damit er auch sterben kann am Kreuz. Das ist wichtig. Sonst wäre das nur eine Täuschung. Er musste Mensch werden, damit er am Kreuz sterben kann. Denn Gott ist unsterblich. Wahnsinnig, ja? Das ist für uns, das ist die Gesinnung. Wer ist denn bereit? Machen wir uns nicht vor. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Mensch, heißt das in der NEU, das ist also neue evangelische Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden. Sehr zu empfehlen. Sind wir bereit für diese freiwillige Knechtschaft? Das ist die Frage, das ist die Gesinnung Jesus, die wir haben sollen. In Vers 8 heißt das weiter, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod, am Kreuz. Sein Gehorsam war wirklich radikal. Radikal. Für den Allmächtigen bedeutet es eine gewaltige Erniedrigung, nicht mehr seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Das ist die Gesinnung Jesu. Bin ich bereit, wirklich auf meinen Willen zu verzichten? Wäre Jesus nicht wahrer Mensch mit eigenem menschlichen Willen, dann wäre die ganze Zeit von seiner Geburt an bis zu seiner Kreuzigung nichts anders als ein Schauspiel gewesen und Täuschung. Aber ein wahrer Mensch mit einem menschlichen Willen, das ist, übersteigt unser Denkvermögen. Und er war bereit, sich zu unterordnen, dem Willen Gottes, hundertprozentig, bis dahin zum Kreuz. Er hätte immer seinen eigenen Willen getan, sogar sein Gebet im Gethsemane wäre auch ein Schauspiel. Da heißt es, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wäre auch eine Heuchelei und eine Schauspielerei. Und jetzt hier ist der Punkt, ja, unsere Gebete, wenn wir so beten und singen, dein Wille soll geschehen, lieber Herr, Schauspielerei oder wirklich echt? Da müssen wir Buße tun. Ich stehe bei manchen Bildern, bei manchen Liedern kann ich nicht weiter singen, weil das ist nicht identisch mit meinem Leben. Da muss ich Buße tun und sage, ich schaffe das nicht. Das Hauptmotiv bei dieser Gesinnung, sich selbst zu erniedrigen, war eben die Liebe zu den Menschen. Die Liebe Gottes ist Fleisch geworden. Und die Liebe Gottes in uns kann gesehen werden, Fleisch werden, nicht mit Worten. Und das ist, was die islamische Welt braucht. Die Muslime spüren an diesem Punkt wirklich alles. Ob derjenige, der ihm gegenüber sitzt und mit ihm über Jesus spricht, ob er ihn liebt oder nicht liebt. Und das ist unheimlich schwierig. Aber er spürt das sofort. Sein Tod war kein Zufall. Auch kein Schicksal oder Kismet. Keine Tragödie. Ja, sondern sein Tod war geplant. Also ich bin nicht so dafür, es gibt so manche Leute, die so Jammerlieder singen, am Karfreitag oder was weiß ich, am Sonntag und dann so ein Riesenmitleid. Das ist der Plan Gottes. Er ging dahin und sagt, bist du bereit, diese Gesinnung zu haben? Unsere Brüder und Schwestern in der islamischen Welt riskieren ihr Leben genauso, bis zum Tode am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle,
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir, also der Urtext, den Grundtext, dieses Wort alle, das heißt nicht alle so allgemein, sondern wirklich jeden Einzelnen hat die Möglichkeit, Gottes Kind zu werden. Aber alle haben gesündigt, pauschal, die ganze Menschheit. Aber die Entscheidung zu Jesus beginnt genauso bei dir. Allein du musst entscheiden, ich will dieses Angebot annehmen. Das ist das Kreuz. Jesus ging keineswegs unerschüttert zum Kreuz. Also nicht, dass er sagt, ach, das muss ja so sein, ich gehe dahin. Nein. Ja? Aber aus Gehorsam. Das ist Jesus' Gesinnung. Sind wir bereit? Wir haben Ängste. Es ist schwer. Aber bist du bereit, bevor du den Mund so weit aufmachst, bitte überdenke das. Und wenn du das im Zweifel bist, dann bitte Gott um Vergebung. Ich glaube, wir müssen heute viel mehr über Buße predigen in unseren Gemeinden, in unserem Leben. Weil wir so oft uns ertappen, wo wir ungehorsam sind. Und jetzt kommt die Antwort des Vaters. Und das ist so herrlich. Das hat Jesus getan. Er selber erniedrigte sich, nahm Knechtsgestalt an, war der Gestalt nach ein Mensch, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, alles vollzogen. Er. Jetzt kommt der Vater, Gott, und antwortet ab Vers 9 und sagt, darum, aha, also etwas vorausgegangen, geschehen, jetzt darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Dieses kleine Wort war darum. Und genauso, das ist die Gesinnung. Genauso, das ist die Gesinnung. Darum erhebt uns Gott und schenkt uns mehr und mehr an Macht und Herrlichkeit, dass wir in seinem Namen hier unseren Auftrag weiterführen. Darum. Ohne das Vorausgehende könnte das Folgende eben nicht gesagt werden. Die Ursache für das, was in den Versen eben 9 bis 11 beschrieben wird, liegt in den Versen 6 bis 8. Er entschied sich, er war bereit. Jetzt kommt Gott und antwortet. Die Himmelfahrt Jesu konnte nur deswegen stattfinden, weil er den Weg ans Kreuz, zum Kreuz gegangen ist. Ja. Und das will der Islam oder andere Religionen streitig machen. Nein, nicht gekreuzigt. Merken wir, wie wichtig das ist, zu erklären, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Er kam nur deshalb jetzt zu Rechten Gottes, also er kann jetzt wirklich sitzen zu Rechten Gottes, weil er seinen Platz im Himmel aufgegeben hat, sich selbst entäußerte, entleerte, die Form eines Sklaven annahm, menschgleich wie wir wurde, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Kreuztod. Darum hat ihn auch Gott an den höchsten Ort erhöht. Darum, steht hier deutlich, darum. Nicht, dass Gott jetzt halt Bedingungen gestellt hat und gesagt, also wenn du das machst, dann kommst du. Nein, er selber. Das ist die Gesinnung. Nicht, dass Gott jetzt uns zwingt, uns, also dass wir gehorsam werden, dass wir uns erniedrigen, sondern bist du bereit? Gott zwingt dich nicht. Damit du dieses Darum erlebst, oftmals betrachten wir seine Erhöhung als eine Selbstverständlichkeit. Wir müssen wirklich uns bewusst machen, dass seine Erhöhung nicht einfach automatisch war, sondern allein das Ergebnis seines in wohl vollständigen Gehorsam Lebenswandelns war. Das ist die Gesinnung Jesu. Habt diese Gesinnung Jesu, diese Denkweise Jesu. Und wenn wir wollen, dass der Herr uns reifer und effektiver gebraucht oder gebrauchen kann, dann nur auf diesem Weg des Gehorsams. Das heißt, habt diese Gesinnung Jesu. Willst du höher steigen im Reich Gottes? Das ist unser Problem heute.
Entweder will man keine Verantwortung im Reich Gottes tragen, oder die Leute wollen Positionen haben. Das ist unheimlich schwierig. Das ist so. Willst du höher steigen? Jawohl. Aber erstmal geh runter. Erstmal geh runter. Das ist keine Theorie. Ich merke immer mehr und mehr durch Anfechtungen, Widerstände, Enttäuschungen, dass der schwere Weg nach oben nur durch Demut und Gehorsam leichter wird. Meint ihr also, unser Dienst ist so ohne, dass wir also dass ich keinen Widerstand in unseren Reihen habe? Aber der Herr hat mir beigebracht, wie gehorsam, wie erniedrigen, dann Gott erhöht. Ein junger Mann kam zum Glauben und war begeistert von der Botschaft. Ging also nach seiner Bekehrung zu dem Prediger und sagte: Lieber Pastor, ich will Prediger werden. Sagte: Ja, schön, ist gut. Und dieser selbe junge Mann erzählte mir: Meine erste Predigt habe ich nach 20 Jahren gehalten erst. 20 Jahre lang brauchte Gott mit ihm diesen Weg nach unten. Und heute ist er einer der bekanntesten Prediger, Leiter einer Bibelschule, etc. etc. Viele Bücher geschrieben. Aber das war der Weg. Ja, und deshalb, willst du wirklich jetzt eine Position in der Gemeinde haben, erhöht werden in der Gemeinde, dann geh erstmal diesen Weg. Dann sag: Ich bin bereit, mich zu entäußern. Ich bin bereit, mich leer zu machen. Gehorsam, mich zu erniedrigen. Und dann wird Gott dir wirklich den richtigen Platz in deiner Gemeinde geben. Es geht nicht in der Gemeinde um Positionen zu verteilen. Wer begabt ist oder nicht begabt. Wir können alle begabt sein und wir haben alle Begabung. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, haben wir diese Gesinnung, dann können wir diese Gaben und die Möglichkeiten richtig einsetzen und die Aufgaben wirklich erfüllen. Das ist unheimlich schwierig. Es ist nicht so einfach, aber bedenke das. Wenn du verleumdet wirst in der Gemeinde von deinen eigenen Glaubensgenossen, bist du bereit, das in Kauf zu nehmen, dich zu erniedrigen, dass Gott dich dann verteidigt? Das ist unheimlich schwierig. Das hat Jesus getan. Das ist die Gesinnung Jesus. Er sah die Menschenrettung. Das ist das Ziel unseres Glaubens, dass Menschen zum Glauben kommen. Die Erhöhung Jesu, wie auch seine Auferweckung, ist eine Tat Gottes gewesen. Er hat ihn auferweckt. Und das gilt auch für uns. Jesus hat sie nicht selbst vollbracht. Gott hat den Auferstandenen nicht nur erhöht, sondern noch viel mehr. Den Namen gegeben, der über jedem Namen steht. Herr, Kyros. Kyrios, Herrscher der Welt, erzählte eine Schwester mir heute früh. Sie hat mit einem jungen Muslimen gesprochen. War sehr gute Gespräche. So mütterlich. Also war so jung, ist eine ältere Schwester. Und es war so berührt von der Botschaft Jesu und von Jesu. Aber an dem Punkt, wo sie gesagt hat, Jesus ist Herr, kam er nie wieder und verschwand. Konnte das nicht verkraften. Allah ist nur Herr. Und ganz weit weg und schrecklich. Aber Gott kommt auf diese Erde, erniedrigt sich in Menschengestalt, um mich zu erlösen. Die Gesinnung zu haben, ist gar nicht einfach. Wir können gut predigen. Aber es ist so. Das will uns sagen, dass Jesus über jedem Menschen steht. Nicht nur das, sondern damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und auch unterirdischen. Da heißt das in dieser neuen evangelischen Übersetzung, ob sie im Himmel sind, auf Erde sind oder unter der Erde sind. Alles. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Besiegte beugte sich vor seinem Sieger, damit dieser seinen Fuß auf seinen Nacken setze und zum Ausdruck bringt, dass er Anspruch auf sein Leben hat. Und das ist der Sieg, in dem wir leben. Jesus
besiegte den Teufel am Kreuz. Und ich darf in diesem Sieg leben. Keine Angst vor dem Islam, keine Angst vor der, von der Zukunft, was auch wirklich auf Deutschland zukommt, in unserer Gesellschaft, was alles so abgekommen ist. Keine Angst, wir sind in dem Sieg. Aber das ist der Weg, zeigt uns Jesus. Das ist der Weg. Das Beugen des Knies ist also kein Akt der Höflichkeit, sondern des Sich-Ergebens. Haben wir uns wirklich Jesus ergeben? Die Herrschaft Jesus Christus reicht so weit, dass am Ende sich jeder ihm ergeben wird. Das gilt für die himmlischen Wesen und alle, die auf dieser Erde leben oder gelebt haben. Eines Tages werden sie sich beugen vor Jesus. Aber heißt das nicht, dass alle gerettet sind, sondern die Rettung ist jetzt, freiwillig und nicht gezwungen. Jetzt. Im Gericht wird jeder die Herrschaft Jesus anerkennen und die Knie gehen müssen vor seiner Herrlichkeit. Einfach Knie. Nur der Herr lädt uns ein, in diesem Sieg zu leben. Aber auf diesem Weg. Auf diesem Weg. Das funktioniert nur in einem gelebten Lebenswandel nach der Gesinnung Jesu. Wenn unser Leben als Christ gelingen sollte, nur auf diesem Weg. Habt in euch die Gesinnung Jesu. Und er hat uns sehr deutlich gezeigt, was diese Gesinnung Jesu ist. Dann werde ich sagen, wenn wir wirklich so handeln, dann müsste die optimale Gemeinde in Isum sein. Und dann können wir von euch viel lernen. Seid ihr bereit? Wollt ihr das wirklich so? Ja, wir sagen ja. Herr, hilf uns, wir wollen das auch so. Das ist schön. Das ist schwierig, aber dann wirst du nachher wirklich so sehen, wie Gott dich erhöht und Gott dir auch einen Namen gibt. Warum sollen die Menschen nicht sagen, dieser Name ist ein lieblicher Name, Hadad oder Pölker oder was weiß ich? Warum denn nicht? Weil sie in uns Jesus sehen. Das ist herrlich. Das tut Gott und belohnt uns. Lass uns beten. Herr Jesus, hab Dank vom Herzen. Du hast uns sehr deutlich gezeigt, wie dieser Weg der Erniedrigung schwer ist, aber möglich. Wir werden nie diese Stufe erreichen, was du getan hast. Aber wenn wir diese Gesinnung stets vor Augen haben, dass wir bereit sind, wirklich in Gehorsam deinen Willen zu tun, in der Zuversicht, dass du uns erhörst und hilfst, wenn wir das wirklich getan haben, nicht als Bedingung, sondern freiwillig. Wir lieben dich und wir wollen das tun. Und danke für Paulus, der uns so vorgelebt hat, der uns auch aufmerksam gemacht hat. Das ist der Weg. Er ist auch diesen Weg gegangen. Schwerer Weg, aber ein gesegneter Name geworden. Paulus, Apostel der Nationen. Mach aus uns viele Apostel und viele Prediger und viele Missionare. Aber zunächst hilf uns, dass wir diesen Weg gehen. Segne bitte meine Geschwister hier vor Ort und die Gemeinde, die du gegründet hast und aufgebaut hast, dass noch viel Segen herausgeht, dass Menschen zu dir finden. Das ist die Belohnung, Menschen, die mit uns die Ewigkeit verbringen werden. Danke vom Herzen dafür. Amen.